Unsicherheit, Angst und Panik. Wer hätte das gedacht? Vor ein paar Wochen war noch alles ganz normal. Und aus heiterem Himmel versetzt plötzlich ein mikroskopischer Virus die Welt in einen Ausnahmezustand. Menschen stürmen die Supermärkte, bunkern Klopapier und schließen sich zu Hause ein. Weltweit werden Veranstaltungen abgesagt, Grenzen geschlossen und in China explodieren die Scheidungsraten, weil unter Quarantäne viele Ehepaare erstmals Zeit miteinander verbringen müssen. Alle haben Angst vor dem Coronavirus, COVID-19. Hygienemaßnahmen und Mittel zur Stärkung des Immunsystems werden großgeschrieben. Desinfektionsmittel, Hygienetücher und Atemmasken sind ausverkauft. Doch die Pandemie greift noch ein ganz anderes Immunsystem an. Das Immunsystem deiner Seele, dein Selbstwertgefühl. Denn während die allermeisten Menschen noch nicht mit dem Coronavirus infiziert sind, hat sich eine andere Form des Virus in ihre und vielleicht auch in deine Gedanken eingeschlichen. Die Unsicherheit, die Angst, die Panik. Es ist eine schwierige, höchst volatile Zeit, in der du nie wissen kannst, was als nächstes passieren wird. Die gesundheitliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft ist ungewiss. In solchen Zeiten brauchst du mehr denn je emotionale Stabilität, ein fest verwurzeltes Selbstvertrauen und ein starkes inneres Immunsystem. In Zeiten der Krise trennt sich die Spreu vom Weizen. Rennst du wie ein ängstliches Huhn durch die Gegend oder gibst du den Leuten in deiner Umgebung ein Gefühl von Trost, Halt und Sicherheit? Lässt du dich von der Panik kriegen oder bewahrst du einen kühlen Kopf und triffst klare Entscheidungen? Fürchtest du die Zukunft oder fühlst du dich jeder Situation gewachsen? Vertraust du dir selbst? Aus jeder Krise gehen gewisse Leute stärker hervor. Sei es durch die gewonnene Erfahrung, die richtigen Investitionsentscheidungen oder den neu erlangten Respekt ihrer Mitmenschen, weil sie merken, dass du in Zeiten des Sturms ein Fels in der Brandung bist. Diese Leute haben eines gemeinsam. Sie haben ein fundamental gefestigtes Selbstwertgefühl. Das berechtigte Gefühl, dass du zunehmend den Herausforderungen gewachsen bist, mit denen dich das Leben konfrontiert. Sei es eine Krankheit oder der Verlust deines Vermögens, deines Jobs oder deines Partners. Das ist momentan vermutlich auch die Fähigkeit, welche du am meisten brauchst. Im Feel Different Programm wird es genau darum gehen. Und ich muss sagen, passender hätte der Start des Programms überhaupt nicht sein können. Die gesellschaftliche Panik, vermutlich auch in deinem Umfeld, ist die perfekte Gelegenheit, die Methoden von Feel Different in Echtzeit anzuwenden, sodass sie mehr denn je zu deiner zweiten Natur werden. Denn sie haben schon den Härtetest überstanden. Ich lege dir ans Herz, nutze die Zeit jetzt, um dieses System für immer in dein Leben zu implementieren. Schulen werden geschlossen, mehr und mehr Firmen steigen auf Homeoffice um und es wird geraten und vielleicht bald auch vorgeschrieben, soweit es geht, zu Hause zu bleiben. Du hast also viel Zeit an deiner Hand. Ich rate dir, nutze sie. Ärgere dich nicht über die Unannehmlichkeiten, sondern nutze die Chance, um an dir zu arbeiten. Gemeinsam mit hunderten Gleichgesinnter mit dem Feel Different Programm zu starten. Diese Methoden dem Härtetest zu unterziehen und ein für alle Mal zu implementieren. Jetzt ist deine Chance auf eine einmalige Transformation. Lass sie nicht verstreichen. Alles Gute und bleib gesund. Dein Orlando.